Unser Freund Billy Vivian betreibt nicht nur mit großem Erfolg eine außerordentlich beliebte Tanzschule, sondern gibt darüber hinaus auch speziellen Einzelunterricht für begabte Musentöchter. Herr Engel, seien Sie willkommen. Bitte treten Sie näher. Was führt Sie zu mir? Kunst oder Gesellschaftstanz? Oh, wenn Billy so fragt, weiß seine Frau Lucy nur zu genau, dass er mal wieder Feuer gefangen hat. Deshalb stellt sie jetzt schnellstens das Pianoforte auf Automatik um, um die Sache besser im Auge zu behalten. Ja, darf ich da mal was von Ihrer Begabung sehen? Oh, Moment. Ja, von den Beinen. Das gehört auch zur Begabung. Ja, sehr schön. Sie sind sehr begabt. Und eins und zwei, ja, das geht ja sehr schön. Wunderbar. Ja, Sie werden genau das Richtige. Ach, stört Sie, wenn meine Frau zusieht? Na, dann gebe ich Ihnen den Privatunterricht. Tja, wie Sie möchten. Wann ist der Herr nicht zu Hause? Jeden Mittwoch und Freitag. Sehr gut. Und so nahm die pikante Geschichte zwischen Billy und Ramona, der Frau des Schrotthändlers Bulldick, ihren verheißungsvollen Anfang. Zuvor aber hatte Ramona noch eine überraschende Begegnung. Was muss Bulldick da hören? Seine Frau hat einen Kerl mit in die Wohnung geschleppt? Ach, lass dich küssen, du bist ja ein süßes Weib geworden. Schlampe! Ehebrecher! Und so ergibt ein Wort der andere. Das sollst du mir büßen, ich knall dich ab! Aber wo, Manny, das ist doch mein Bruder! Was? Dein Bruder? Ist ja unerhört, wie der hier im Hause behandelt wird. Also, herzlich willkommen. Für Bulldick und seine Herren wird es jetzt allerhöchste Zeit, die geschäftlichen Besprechungen aufzunehmen. Baby, du hast einen sehr eindrucksvollen Mann. Ja, er hat so eine feine, sensible Art. Sozusagen auf Amorsohlen begibt sich Billy bestimmt zur ersten Privattanzstunde. Oh. Was war sicher der Sportmasseur. Nun denn. Christian, da wäre ich. Ja, wollen Sie vielleicht ablenken? Oh, nein, ich bleibe gleich so. Dürfen wir vielleicht Schwierigkeiten haben. Wollen Sie vielleicht was Leichteres? Und schon wird dem Meister warm ums Herz. Ramona als Revüster. Wusste ich's doch. Ist es recht. Und nun kann der Meister gleich zur Praxis schreiten. Also wir beginnen. So und so. Eins und zwei und jetzt die Rückenlage. Was war da noch? Achso. Was war das? Ein Mann. Um Himmels Willen. Der will rein. Wo ist der Schrank? Vielen Dank. Ach so. Lucy möchte nur gern prüfen, ob sich ihr Mann beim Privatunterricht nicht überanstrengt. Nicht da? Danke. Schrotthändler Bulldick lässt sich nur ungern bei geschäftlichen Besprechungen stören. Aber Billy nimmt unaufgefordert an der gerade laufenden Diskussion teil. Seid Billy. Tag. Billy, der stadtbekannte Schürzenjäger. Ah, willkommen. Ah, was führt Sie zu mir? Ah, Junge, du bist doch mal wieder hinter den Bienen hier. Also, was heißt hier Bienen? Ich denke, hier wird gepokert. Was haben Sie denn da? Puder auf der Weste. Spuren von der Bienenjagd, was? Während Lucy ihren Inspektionsgang unverdrossen fortsetzt, nehmen die Herren die unterbrochene Besprechung wieder auf. Musik.
Moment mal, ich habe hier noch eine Kleinigkeit. Egal, die Damen bringen mir Glück. Ja, nun gehen Sie mal nicht so an. Moment, ich zeige Ihnen mal meine neueste Biene. Das ist vielleicht eine Wurfbrunne. Das ist vielleicht ein verrückter Hund. Seine neueste Wurfbrunne. Was heißt hier Irrtum? Ich knall ihn ab. Von einer Benutzung der Kanone muss auch Baron von Stengel dringend abraten. Die Puttermänner möchten am liebsten gehen. Hinsetzen! Ich mach ihn hier fertig. Mit der Biene habe ich vielleicht schon Sachen erlebt. Die Frau ist hinter Ihnen her. Wie ein Wahnsinn. Die ist unersättlich. Tja, nicht auf Boden macht die nicht unglücklich. Aber das ist die Biene. Die Biene ist das. Hier. Ramona möchte die Herren nicht stören. Sie hofft nur, dass man sich gut amüsiert hat. Hat Lucy herausgefunden, wo sich ihr Gatte seit Stunden aufhält. Hallo, Süße, nimm doch Platz. Hier. Das habe ich alles schon für dich gewonnen. Die Dame da drüben kommt Lucy so bekannt vor. Ach du, das ist nur eine stadtbekannte Spiegelin. Stellen Sie sich doch mal vor, meine Frau und mir. Gestatten Sie, Bulletik, das ist meine Frau. Ach so. Ja, die Herrschaften haben mich zum Spiel eingeladen. Danke, das haben Sie hervorragend gemacht. Verteile mal die Karten. Die ist für dich. Was ist denn das? Du alter Knallkopf, Bulle, das ist ihr Gatte. Thank you.
rettete ein schwarzer Kater das Leben des liebestollen Tanzlehrers Billy Bivens.